Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Aktuell sind wir dabei, Quarz abzubauen, einzulagern. Da unten sind wir noch eifrig mit unseren Fliegern beschäftigt. Wobei man sieht das schon, so ein bisschen hier, da, das geht dem Ende entgegen. Wie viel Quarz haben wir denn so roundabout? 12, 15 Einheiten, ja, so geht eh rum. Wir brauchen es aktuell ja noch nicht so unmittelbar, ja, also für die Glasherstellung. Wir haben noch keine Fabrik in der Richtung, um überhaupt aus Quarz Glas zu machen. Aber das muss ja nicht so bleiben. Ja, wir sind ja hier ständig dabei, uns zu verbessern, unsere Eigenschaften, also die Eigenschaften hier unseres fliegenden Königreichs zu verbessern. Und fliegen war das Zauberwort? Sind wir hier noch? Ist hier noch? Nee, die Quarzmine ist jetzt leer. Gut. Eine leere Quarzmine bringt uns nicht unbedingt weiter. Was wir brauchen, was uns weiterbringen würde, wäre eine Ruine, damit wir entsprechende Wertgegenstände finden, für die wir dann entsprechende Verbesserungen für unser Königreich erwerben können. Also die entsprechenden Baupläne, sagen wir mal so, um Dinge bauen zu können, sei es in Bezug auf Antrieb, wie auch immer, was gerade ansteht. Ich sehe allerdings keine Ruinen. Ja, die Lehmhütte, ich weiß, wir haben kein Lehm, das ist aber auch erstmal uninteressant. Wir bräuchten eine Ruine. Wo finde ich denn hier eine Ruine? Ah, da hinten. Da hinten. Also hier in dem Sektor, nennen wir es mal so, oder Abschnitt, Distrikt, was auch immer, ist da nichts. Aber da hinten ist was. Ich hoffe nur, die Quarzmine. Was hast du für Probleme mit der Quarzmine? Sind hier immer noch die Flieger irgendwie aktiv oder was? Ich guck mal da dran. Ah, alles klar. Das ist weg. So. Und da will ich eigentlich. So. Okay. Wie sieht es überhaupt aus? Kann ich mir das überhaupt leisten? Nahrungstechnisch und wassertechnisch würde ich das mal sagen. Ja, Kohle ist jetzt nicht so, dass ich sage, Heureka, wir haben jede Menge Kohle da. Das ist aber keine Kohle, das Quarz. Bin ich mir relativ sicher. Vielleicht wäre etwas Kohle nicht zu verachten. Was ist das? Kohle vorkommen, nix wie hin. Ich hoffe, das schaffen wir noch bis dahin. Ich sehe hier, na gut, 22 Einheiten sollte rein theoretisch drin sein. Sollte. Für den Fall, dass nicht, wir haben ja gespeichert. Wir haben ja gespeichert, was soll passieren, müssen wir nochmal neu ansetzen. Wäre hier nicht das erste Mal, also jetzt für mich. Zu weit weg, jetzt bei jedem Mecker hier nicht rum, die soll ja noch nicht fliegen. Mann. Also gibt es so ein paar Sachen, die mich so ein bisschen stören hier. Gerade wenn jetzt beispielsweise, wenn dieses Quarz vorkommt, das da aufgebraucht war. Gut und schön. Ja, dann wäre dann aber auch sinnvoll, wenn man dann sagen könnte, okay, bitte Flugverkehr komplett einstellen, irgendwie Befehl dafür, sei es jetzt, dass ich hier irgendwie auf diese Button da drücke, um hier auf Null zu kommen. Wie auch immer. Ja. Aber dass das dann halt nicht mehr aktiv ist, so dass erstmal solche Geschichten, dass dann, man klickt irgendwas an, um zu gucken, was ist denn da? Und dann fängt sofort das Gemecker an. Ja, du bist viel zu weit weg. Ja, weiß ich auch. Ich will erstmal nur schauen. Ne? Und das ist das eine. Das andere habe ich ja schon ein paar Mal angemarkert hier von wegen mit den. Mit der Karte, ne? Dass da die Ressourcen. Achso, ja, okay. Dass da die Ressourcen nicht angezeigt werden auf der Karte. Ne? Das wäre etwas hilfreich, wenn man da so eine grobe Richtung zumindest irgendwie so vorgegeben bekommt. Wo finde ich denn hier was? Ja, so muss man immer halt mal schauen. Ja, okay, ist halt so, aber wäre etwas hilfreich. Wäre etwas hilfreich. So, naja, egal. Es ist, wie es ist. Wir müssen uns mit dem zufrieden geben, was wir hier haben. Wir haben es immerhin schon mal bis zur Kohle geschafft. Das ist schon mal schön. Wird doch jetzt gerade schön abgebaut. Schön. Schön abgebaut. Alles schön hier.
diese Steuerung, ne? Für die Maus. Für die Maus, sag ich schon, für die Kamera. Wie war das, wenn ich jetzt hier drauf klicke? Nein, bewegen. Mit Kamera fixieren. Ja, mit Kamera fixieren will ich gar nicht. Ich wollte einfach nur darauf zentrieren, wenn das irgendwie geht. Aber nun gut, es ist wie es ist. Was ist los da unten? Kohle schon wieder. Nee, ich wollte gerade sagen. Kohle leer? Kann nicht sein. Das kann eigentlich nicht sein. Oh, man hört die sogar fliegen. Also ne, die machen sogar Geräusche, die Flieger. Ach, cool. Ja, sehr cool. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Was erforschen wir hier gerade? Kann man das noch sehen? Ach ja, die stapelbare Wassertürme. So in diese Richtung ging das, ne? Dass man dann da irgendwie da was draufsetzen kann. Um nicht zu sehr in die Fläche gehen zu müssen. So habe ich das zumindest verstanden. So, was macht er da? Also ich gehe mal davon aus, der soll hier irgendwie dieses Teil da bedienen. Er wohl auch. Ich will ja nichts sagen. Ich glaube, das jetzt immer etwas besser hinkriegen können. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, aber das sieht etwas wie aus, was die da macht. Huch! War im Königreich drin. Das Königreich. Warte mal, wenn ich das kann ich anklicken. Ne? Also das Stadtzentrum. Waren da nicht irgendwie so 10.000 von den Teilen und man konnte verschiedene Sachen auswählen? Moment. Geht das da nur? Achso, ich habe genügend Kohle, sehe ich gerade. Beziehungsweise ich kann nicht mehr bunkern, so rum. Ja. Ja gut, das ist erstmal jetzt unerheblich. Ich mach das mal weg. Kohle. Ich klicke hier nochmal rein. Kann jetzt hier sagen, okay, das geht, weil da noch jetzt Kohle entsprechend übrig war. Da haben wir unsere Relikt. Ruine. Relikt. Ruine. Ich biege schon wieder meine Sprachmuskeln. So, wir schicken nochmal Arbeiter hin. Weise Arbeiter zu, um in dieser Ruine nach zu suchen. Diamanten, Wertgegenstände, was auch immer. Also Relikte. Relikte sind für alle Königreiche enorm kostbar. Okay, da hat sich jetzt einer Relikte gefunden. Wie viele sind es denn? Wir brauchen wenigstens zwei, haben wir gesehen, hier, ne, um da irgendwelche Sachen, die bei unseren Verbündeten erstehen zu können. Vier. Das ist cool. Das ist sehr cool. Okay. Kohle sieht gut aus. Wasser. Ist es gerade Wasser hier in der Nähe? Ja, was soll der Geiz? Dann würde ich sagen, hier. Wir tanken mal ein bisschen nach. Sind das hier Nahrungen? Nahrungen? Sind das Nahrungen? Das sind, glaube ich, Nahrungen. Dann tanken wir ein bisschen Nahrungen nach. Kann nicht verkehrt sein. So, sehr schön. Dann sind wir mit dem Wasser wieder auf Maximum gleich. Und auch mit der Nahrung, das sollte dann auch gehen. So, wie sieht's aus, wassertechnisch? Was haben die guten Leute da jetzt gebracht? Oh, 53, da geht noch ein bisschen was. Ich kann ja schon mal hier ein bisschen reduzieren. Drei reichen. Kriege ich da Arbeit hin? Wenn das schon machbar ist, ne, dann buddeln wir hier und da. So, warte mal, Wasser dürfte jetzt aber genug sein. Ziehe ich die da ab? Und dafür dürfen die hier mitmachen. Nein! Was mache ich denn für Mist? Ich bin wieder unkonzentriert. Wie immer. Normalzustand.
Titel charakterisieren sie Mr. Nandos. Größtenteils unkonzentriert. Okay, wie sieht es hier mit dem Lager aus? Wenn ich da draufklicke, wird da was angezeigt. Erhöhte Lagerkapazität für alle Bauressourcen. Mit größeren Lagern können wir weiter reisen. Also richtig. Richtig und richtig. Moment. Verstehe. 131. Ja, ja, ja. Sehr gut. Okay. So, nahrungstechnisch sind wir jetzt auch wieder. Moment. Soweit ganz gut dabei. Das heißt, wir brauchen jetzt keinen weiteren Einsatz mehr in dieser Richtung. Gut, wir haben unsere Relikte. Und jetzt muss ich mal ganz kurz wieder gucken auf der Karte. Wo müssen wir hin? Ja, das ist nicht richtig. Wo ist unser Vogel? Der bewegt sich in diese Richtung. Moment, wo war es denn jetzt? Ich glaube hier oben, ne? Oder? Verkehrte Richtung. Dreht. Fast. Wir müssen sogar noch ein bisschen stärker einschlagen. Das passt ganz gut. So, also Nahrung haben wir genügend, Wasser haben wir genügend. Bauen will ich im Augenblick nichts. Insofern ist mit dem Holz und Lehm erstmal egal. Und ist auch einiges da. Ja. Nicht verkehrt. Dann würde ich sagen, ich mache mal hier den. Und wieder auf dreifache Geschwindigkeit. Damit wir hier einigermaßen vorankommen. Ah ja. Ich denke mal, hier mit dem anderen Lagerhaus sollten wir das dann auch so machen. Ich glaube, das war mit dem für die Nahrung. Ne? Dann haben wir die Geschichte dann da auch. Und schauen wir mal. Kohle sieht gut aus. Ja, damit sollten wir über die Runden kommen. Wie ist jetzt? So, wenn die schlafen, dann wird nicht weiter geflogen. Gut, macht Sinn, wenn niemand da ist, der den Vogel hier fliegen kann. Ja, weil die müssen sich ja auch mal ausruhen dürfen. Das muss ja gestattet sein. Ja, die haben Leutchen. Ich bin ja hier nicht 24/7 verloren. Sie sind in dieser etwas erhöhten Geschwindigkeit echt putzig aus, wie die hier durch die Gegend wackeln. Ja, es ist schon nett gemacht. Also es gibt so ein paar Dinge, wo ich sage, hätte man vielleicht noch ein bisschen anders machen können, so, oder wie diese eine Animationsgeschichte da. Aber im Großen und Ganzen ist das schon nicht schlecht. So, okay, das war Lager. Und genau, das Gleiche würde ich jetzt ganz gerne hier für den Nahrungsspeicher machen. So, genau. Dieses Ausrufezeichen. So. Ah, die große Bibliothek. Finde die verschollene Bibliothek und baue die große Bibliothek wieder auf. Ah, sehr schön. Die große Bibliothek. Vorsichtshalber geht man hier auf Pause. Im alten Königreich der Lüfte waren in der großen Bibliothek ewiges Wissen untergebracht. Sie versteckten keine Geheimnisse, sondern sammelten lediglich all ihre Kenntnisse an einem Ort. Macht auch Sinn. Ein Großteil dieses Wissens wurde für die drei wichtigsten Bibliotheken des Landes übertragen. Nun sind sie verschollen.
Doch wenn wir sie fänden, könnten wir einen eigenen Hort des Wissens erbauen. Das ist sehr erstrebenswert. Womöglich könnten wir, wenn wir unsere Gedanken sammeln, zu effizienteren Methoden finden und künftigen Bauvorhaben ihr ganzes Potenzial entlocken. Das hört sich gut an. Die alte Bibliothek wurde in Klippen gehauen, sodass nur ihr Eingang sichtbar ist. Zwar handelt es sich um große Gebäude, doch aus der Luft sind sie nur schwer zu finden. Okay. Dies bei dich. Planetarium des Nomaden. Finde die drei goldenen Kugeln und baue das Planetarium des Nomaden wieder auf. Und hier sollen wir die verschollenen Bibliotheken finden und wieder aufbauen. Meiner Brust. Planetarium des Nomaden. Die Alten reisten nicht wie wir blind herum. Die Mythen berichten vom Planetarium des Nomaden, der ihnen half, das Land mit Hilfe der Sterne zu kartografieren. Das ist cool. Wir verstehen kaum etwas vom Boden unter uns. Wenn wir diese wundersame Vorrichtung nachahmen, könnte sie womöglich die gesamte Welt für uns aufdecken. Moment, würde sich dadurch sozusagen mein Gemeckere erledigen und ich würde Dinge sehen, beispielsweise Ressourcen, die ich irgendwo abbauen möchte, weil ich sie dringend benötige, die ich halt jetzt nicht sehen kann. Das ist natürlich gut. Dann habe ich nichts gesagt und behaupte das Gegenteil. Ihre Kernbestandteile waren drei goldene Kugeln mit exakt dem Gewicht, dass es ihnen erlaubte, die Bewegungen der Himmelskörper zu imitieren. Gut. Lassen wir erstmal so stehen. Neben einem Menschen sind diese Kugeln zwar gewaltig, doch aus dem Himmel werden sie nur schwer zu finden sein. Wir müssen auf unseren Reisen Ausschau halten. Ich sehe das schon, wir müssen hier mit Argusaugen durch die Gegend eiern. So, und dann hätten wir hier noch die idyllischen Gärten. Finde die einsamen Bäume und baue die idyllischen Gärten wieder auf. Natürlich immer vor allen Dingen sind es drei. Die idyllischen Gärten der Alten waren ganz und gar unvergleichlich. Sie hingen vom Königreich der Lüfte hinab und schenkten allen, die über die Lande der Welt flogen, Ruhe. Gerüchten zufolge entsprang diese Wirkung jedoch nicht dem Gebäude, sondern den großen Bäumen im Garten. Sie stammten aus verschiedenen Ecken der Welt und erst gemeinsam versprühten sie Gelassenheit. Und die vielleicht auch manchmal gebrauchen. Vielleicht können auch wir mit diesen Bäumen jegliche Unzufriedenheit aus unserem Königreich verbannen und Seelenruhe finden. Ich muss die finden. Ich brauche Seelenruhe und so weiter. Ja? Die Bäume wachsen in verborgenen Ruinen. Ein jeder von ihnen allein. Wenn wir alle drei finden, könnten wir den Garten der Alten nachahmen. Ruinen haben jetzt einen vollkommen neuen Stellenwert für mich bekommen. So. Okay. Dann erstmal hier wieder raus. Wir schmeißen unseren Vogel hier wieder an. Und ja gut, jetzt sind wir natürlich nicht so allzu weit gekommen wegen der ganzen Leserei, aber musste sein. Musste sein. Da hilft nichts. Immer hier wieder auf dreifache Geschwindigkeit. Das ist noch ein weiter Weg. Das ist ein weiter Weg. Ja, sorry, aber es ist, wie es ist. Da hilft immer nichts. Hoffentlich reichen unsere Vorräte, aber ich denke, das müsste eigentlich gehen. Ne? Ich meine, solange hier überhaupt noch Nacht ist, tut sich hier sowieso nichts, weil der Vogel fliegt nur tagsüber. Wieder festgestellt haben. So, die Leute werden langsam wieder munter. Neuer Tag bricht an, glaube ich. Ja, doch, das sieht ganz gut aus. Man begibt sich wieder an seinen jeweiligen Stationen, um das Königreich am Laufen zu halten. Und gewisse Geschichten machen zu können, wie beispielsweise durch die Gegend fliegen. Moment, ich hatte doch geklickt. Also manchmal verstehe ich das nicht.
Hätte er die ganze Zeit überfliegen können und ich habe nur... die Steuerung ist manchmal ein bisschen wie hier. Ich hatte irgendwo da hinten angeklickt, aber vielleicht haben wir den Punkt erreicht. Bin mir das nicht ganz sicher. Sorry. Nimm alles zurück, was ich behauptet habe, behaupte das Gegenteil. Ich lerne noch. Man schimpft nicht immer gleich mit mir. So. Gut, dann schauen wir mal, was wir da erwerben können. Es waren zwei Dinge, die wir da erwerben konnten, und mit vier Relikten sollte das alles bezahlbar sein. Das war beides auch durchaus erstrebenswert. Von daher machen wir das einfach mal. Echt, ich bin manchmal so ein Hunk, ne? Das ist echt nicht wahr. So. War ein dummer Zufall, dass wir gerade dann den Punkt wohl erreicht hatten, an den ich angeklickt hatte, so, ja, bitte flieg in die Richtung. Und dann die Nacht reinbrach, wo ich natürlich logischerweise gedacht habe, ja gut, es ist Nacht, die wollen halt nicht weiter. Da war aber nicht mehr so in Erinnerung, ob die jetzt wirklich nachts weiterfliegen oder nicht. Naja, egal, ist passiert. Für die Zukunft weiß ich Bescheid. So, wir müssen hier hin. Ich weiß, es fehlt Leben, aber Nebenhütten sind jetzt erstmal mein geringstes Problem. Kann ich da schon? Ja, das geht wohl. So. Technologie. Glashütte und Ruder. Ja, genau, die Glashütte können wir auch noch. Ja, alles klar, alles klar, alles klar. Gut, ich würde erstmal das Ruder kaufen. Ja, erzeugt Antrieb, geringe Kosten, kein Treibstoff, ein Arbeiter, wenig Tempo. Okay. Ein Ruder. Und die Glashütte nehmen wir auch mit. Und alles andere ist dann erstmal egal. Mit dem Markt, nein, brauchen wir nicht. Wir sind durchaus in der Lage, uns da selber zu versorgen. So, okay. Ja, dann haben wir das wenigstens noch machen können. Wir haben die Sachen erworben, können jetzt hier entsprechend weitere Dinge tun für unser Königreich. Was auch dringend erforderlich ist. Und das werden wir auch tun. Ganz klar. Aber dann erst... ab der nächsten Folge. Ja, Dinge sind halt passiert. Solange es nichts Schlimmeres ist, wir sind hier noch existiert unser Königreich, noch sind wir gut dabei. Wir haben einige Leute hier, die wir versorgt haben. Wir sind hier ressourcentechnisch einigermaßen gut aufgestellt. Wir sind demnächst in der Lage, hier eine Glashütte zu bauen, können also das Quarz in Glas ummodulieren. Und wir können da so ein Ruder anbringen. Schauen wir mal, was das alles bringen wird. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich danke für eure Unterstützung, für eure Geduld, für euer Dabeisein. Ganz besonders auch für deine Geduld und für dein Dabeisein. Vielen, vielen lieben Dank. Auch an alle, die kommentieren, liken, abonnieren. Vielen lieben Dank für euren Support. Auch das hilft mir natürlich sehr, bringt mir sehr viel. Und natürlich für jeden, der hier zuschaut. Ich sage wie immer, alles Gute und genießt die Zeit. Bis bald.